Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir haben letztes Mal die Geheimnisse aufgedeckt, unserer Vorgänger, der Sarentu. Vor allem, wo sie gelebt haben und wie sie angegriffen wurden. Heimtückisch mal wieder von der RDA. Wer hätte es gedacht? Und jetzt müssen wir Ukul in the Hollows finden. Die Quest ist ausgewählt, das heißt, das müsste auch irgendwie zu erreichen sein. Ah, hier ist es direkt. Da können wir auch gleich fast traveln. Dann machen wir das doch einfach mal. Ja, komm, lad nicht so lang, sonst muss ich das skippen. Bis jetzt hat sich das Spiel immer angestrengt, ordentlich schnell zu laden. Boah, ich würde sagen, das war auch noch im Rahmen. Bist du Ukul? Du bist nicht Ukul. Du siehst unfreundlich aus. Ja, was hast du denn so Schönes? Nicht so wirklich was für uns und das da unten können wir uns nicht leisten. Oh, hallo, du bist doch Ukul. You are back. I thought you were lost to the other. So, the experiment worked. Now that is interesting. Gut, dass du mein Leben aufs Spiel gesetzt hast. Everything is bad. She's in the circle of ancestors, searching, and everyone is asking why. And Mokasa, slow down. Who is in the circle of ancestors? A new fee. Seeing Asad and to you alive, it awoke something in her. She's an Awa, scouring her memories to find why you are alive. But it's been days now. Don't worry, I have news. Maybe Mokasa was right. She was too fragile. But then I sent you to her, and I... But it seemed like the correct thing. But keine Sorge, keine Sorge. I found vials of her potions, unopened, and remnants of Sky People and their guns. It was the Sky People who killed the Sarentu, not Anufi. Such troubling news. But what consolation for Anufi? I am both sad and relieved. Is this really true? Yeah. I have the vial. Mokasa, he will come back. We must tell Anufi before he stops us. Hurry. Na gut. Schnell, wo bist du? Hui. Hallo. Leave her. All of you. Can you not see she's exhausted? Anufi, you need to go home. Back to the safety of your solitude and meditation. Anufi, please listen to me. You did not kill the Sarentu. This one is nothing but lies. It was the Sky People. I wish that were true. But I saw her vials, clutched in their cold hands, their lips blackened. No, I found them, unopened, among the spent bullets used to murder my people. Das war riskant. Child, how did you know they would not harm you? Our people have always been healers. I never stopped believing that. It was you who found the evidence that condemned me, Mokasa. Oh, der ist der Betrüger. Do you really believe this, stranger? I am your advisor, and you ask me to... I am not asking. Die sieht ein bisschen so aus, als wäre sie gerade auf dem Klo. Na, ah, jetzt ist sie fertig. I have seen enough.
Mogasa, it was you who gave up the Sarantu. It was their children or ours. I had no choice. I carried the burden. Unable to connect to Ewa, to hide our truth. And now you judge me? You made us doubt our traditions, our purpose. I saved you. You killed them. An entire clan. Our friends. Mogasa, you are cast out of Ewa and the Circle of Ancestors. If you disobey, we will know. Now leave our clan, cloaked in your shame. Traitor. How could you? You have given us a great gift. Und der hat meinen Menschen Gift gegeben. And now they will live on in you, Oku. Meinem Clan. Today we are full of sorrow, but we push this aside to heal your warriors. I will tell you where they are. Child, we know. I shall join you there. Ja, die ist aber leicht aus ihrem Trauma wieder rausgekommen. Dafür, dass sie so alt und klapprig gewirkt hat. Kann ich hier noch irgendwie connecten mit Ewa? Das habe ich, glaube ich, schon gemacht. Na gut, oh cool, hat Redebedarf. Bist du, oh cool? Ja. Now it falls to me to tend our future. Du bist hier der Anführer. Make it grow, flourish, and Ufian die. And you perhaps? Now there's a thought. More people will return now that the truth is out. We will be whole again. You could stay here too, if you like. Oh, danke schön. But I should get back. To your friends, yes. They will be made whole as well. But after? Think about it. You could be at ease here. A new fee will help your friends when you are ready to leave. Danke fürs Angebot. Muss aber erstmal die RDA ausschalten. Ich glaube, ich hab... Okay. Hey there. I had a thought. Hallo? I can already feel hope returning to the Kamatire. Now, Anufi is back. Even I have noticed a change around here. So lange ist doch gar nicht her. Of gathering and sharing will begin. Our baskets shall be full again. As a friend of the Kamatire, you can bring offerings too. Share a little of what you have to receive a bounty of kindness and favor across the clouded forest. Ja, ja. Also wirklich. Gleich sagen, hier, danke, aber schön spenden. Na gut, was hat der noch zu sagen? Let me see what I can share. Gut, hast du Designs für mich? Exquisite Sachen. Ich nehme alles. Sind leider nur die Designs. Kann ich nicht craften. Was soll's, wir haben, glaube ich, einen exquisiten Waistcloth Lendenschurz bekommen. Der hat aber viel Health mehr. Und sieht auch wieder deutlich besser aus. Das freut mich. So, 79 Health ist equipped. Und hier oben haben wir auch nichts Besseres. Dann müssten wir wohl damit leben. Hat sonst noch jemand Redebedarf? Du vielleicht? Hallo? Excuse me. Sky people are scouring our land. Habe ich gemerkt. Searching for those monstrosities they created to kill them. It is a mercy to those creatures, whether the sky people know it or not. But I have heard there is a hunter hunting not those beasts, but the sky people. Why would they stop the sky people from doing this?
They last defeated a group of Sky People near Healing Lodge. I would be careful near there if I were you. Danke für den Hinweis. Ich dachte, ich krieg noch was kostenlos. We fought. Any luck with Uwol? I haven't found him yet. You said his sister might be at Hunter's Meet, right? Yes. Hopefully Famuk can shed some light on where Uwol has gone. Ja, ja, hoffen wir's. Und hier kriege ich vielleicht auch noch was. What is it you need? Ja, gutes Zeug, aber anscheinend bin ich nicht favorisiert genug vom Clan. Na gut, dann auf zur nächsten Quest. Revelations. Ich glaube, das so hieß auch ein Assassin's Creed-Teil, den ich sehr mochte. Wir haben 4 Skillpunkte. Wo steckt man die dann rein? Vielleicht in den Varia-Baum. Was haben wir denn als nächstes? Jedes Mal, wenn man irgendwas mit dem Longbow 25% Schaden mit dem Speerwerfer gegen Feinde innerhalb von 15 Metern. Mit dem Shortbow machen wir 25% mehr Schaden, während wir uns bewegen. Und mit dem schweren Bogen machen wir 25% Schaden mehr für Feinde, die weiter sind als 50 Meter. Also weiter entfernt als 50 Meter. Granaten bringen mir echt nichts. Dann nehmen wir doch mal hier das mit dem schweren Bogen. Sü, keine Skillpunkte mehr. Die könnten ruhig mal ein bisschen weniger geizig damit sein. Ah, ich muss nochmal mit Anufi reden, anscheinend. Hallo. I see you are ready to return. Your face is stone, your heart set. An admirable determination to fix the broken. This is something I must relearn. Viel Glück dabei. Take care of my people as you care for yours. But do not fear for your friends, child. The old ways will renew them. What can I do to help? I will collect my tools, but for you, the hunt beckons. There is a certain creature in these parts, the mere deer. You may put its hide and meat to great use, I am sure, but the fat of this creature is a gift. Ensure the deer leaves this life with peace in its heart. Da müssen wir, glaube ich, jagen. Ja. Nochmal 2 Skillpunkte bekommen. Was ich jetzt witzig finde, auf eine makabere Weise wäre, wenn die jetzt über all die Jahre, also wir reden gerade. I'm on my way back too. I just need to find something for Anufi. There's a certain kind of animal. Anyway, she says it will help. Dankeschön. Jetzt hört mal auf zu labern, ich will meinen Gedanken fertig bringen. Nee, was makaber, aber relativ lustig wäre, wenn die jetzt das Heilen wirklich verlernt hätte und jetzt anstatt unseren Leuten zu helfen, die tatsächlich vergiftet und dann nochmal in ein emotionales Chaos stürzt. Also, ja, es wäre nicht lustig, aber der Gedanke daran ist so bizarr, dass ich das ganz, ganz amüsant fände. Aber nicht, wenn es wirklich passiert. Hab da teilweise eine makabere Vorstellung, was denn witzig ist. Das ist einfach diese bizarren Dinge, die dann komplett unerwartet sind. So, ich muss was jagen. Kannst du mir nicht einen Questmarker geben, wo ich was jagen muss? Hallo, Quest. Okay, wir schauen mal direkt im Questmenü. Wie auch immer das aufgerufen wird. So, Hunt for Mere Deer Meat. Anufi can use the meat for the Mere Deer to make a meat. Ja, das wissen wir. The Fat of the Mere Deer. Ja. Wo finde ich das Vieh denn? Hallo? Hallo? Ja, das ist echt seltsam. Also, dass ich gerade so gar nicht sehe, wo ich hin muss. Vielleicht muss ich einfach meine Sinne wieder verwenden. Oder ist der Questmarker da drauf?
Muss ja irgendwo hier sein. Rennen wir einfach mal ein bisschen rum. Was bist du? Ein Budding Watcher. Sehr schön. Und es ist schon wieder Nacht. Diesmal haben die mich gut erschreckt. Dachte, wir könnten noch ein bisschen was gegen das Giftgas tun, tatsächlich. Scheint aber erstmal nicht der Fall zu sein. Bist du ein Mirdir? Ja! Mist. Auch einen besseren Bogen. Da ist ein Shortbow, den brauche ich nicht. Der Heavybow vielleicht. Der ist zwar nicht mehr so gut, aber besser als der normale. Aber auch nicht viel. Glaubt, der ist gestorben. Oh. Wo ist denn gerade das Tier, das ich umgebracht habe? Ich dachte, es wäre doch noch umgefallen. Mist. Von denen will ich nicht angegriffen werden, aber da oben sind noch mehr Mirdirs. Vielleicht sollte ich die ja zuerst stunnen. So schön schleichen. Und mal hoffen, dass wir jetzt einen ordentlich erwischen am Schwachpunkt. Dacht ihr, wärt hier? Schon wieder weggehoppelt. Nee, da sind sie. Und jetzt rennen sie weg. Oh je. Da ist einer. Ach Mist, wieso rennen die denn jetzt weg? Ich bin doch sogar im Schleichmodus. Ich renne die ja auch von den Feinden da weg. Da ist einer. Ich brauche eine Zeitlupe. Zeitlupe. Oh. Wo ist das Vieh schon wieder hin? Was willst du? Einfach nur zufällig in dieselbe Richtung gehen. Na gut. Oh, ich dachte, ich hätte schon so einen Hirsch erledigt. Interessant, dass es hier auch Hirsch heißt. Ich nenne mich in Ruhe. Muss ich lang. Ich werd gleich sauer. Komm schon, müssten ja irgendwo die Hirsche nochmal hingelaufen sein. Ich hoffe, die verfolgen mich einfach nicht weiter. Das macht die ganze Jagd deutlich schwieriger. Da sind sie. Komm schon euch nach. Ich habe nicht so viel Wildlife Damage. Zählt das auch, wenn ihr von der Klippe runterfallt, als Mercyful? Weil das ist ja dann mehr oder weniger natürlicher Tod. Naja, zu Tode gehetzt ist vielleicht dann nicht so natürlich. Obwohl, so langsam wie ich bin, hetze ich auch niemanden. Fuck. Ich bräuchte echt so einen Hund oder so, der mir beim Jagen hilft. Weil ich hab's offensichtlich nicht drauf. Komm schon, die sind doch hier irgendwo. In dem Spiel macht's nicht Spaß zu jagen. Gut, da unten sind noch welche. Oh, mal schauen, ob man... Mist. Ah, vielleicht nehme ich doch den anderen Bogen. Den rüsten wir zumindest mal auf. Aus im Charakter-Menü anstatt dem Sturmgewehr. Nicht den Shortbow, sondern den Heavybow. Also equippen anstatt dem Sturmgewehr. So auf 1 ist der Heavybow. Und dann mal nochmal den Tieren nach. Da oben sind sie. Minchu, langsam fangen die Waden aber an zu krampfen. So viel, wie ich hier rennen muss.
Gut, jetzt sind sie ganz ruhig. Jetzt sind sie ganz ruhig. Hier waren nochmal Tannenzapfen. Da. Ich schleiche mich an. Ich scanne. Ich merke, wenn sie weglaufen. Die sind gerade irgendwie hinter so einem Baumstamm versteckt. Und noch sind sie nicht aufgeschreckt. Jetzt werden sie langsam aufgeschreckt. Mist. Oh, komm schon. Aber er nimmt konstant Schaden. Schaden, 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 Schaden. Oh je, tut mir leid, tut mir leid. Weder clean noch merciful. Ah, zumindest tot. Haben's bekommen. So, hier war irgendwo ein Labor. Hä? Blitz? Ah, da ist das Labor. Sieht zumindest laboriger und menschlicher aus als der Rest. Bringt ja vielleicht was. Loot? Guter Loot irgendwo? Nö, gut. Einmal repariert. Zweimal repariert. Dreimal repariert und... Viermal repariert? Passt das schon? Nö. So wirkt ein Schuh draus. Oder ein funktionierendes Labor. Ja, mit dem Zeug. Spare Parts und das sechsmal. So, wir werden wieder angerufen. Sehr schön. About what might happen next. And I've decided I'm gonna do it. No more just sitting around. Life is just too freaking short. Schön für dich. When you're back, come find me. Could really use your help on this one. Naja, schauen wir mal. Will die sich jetzt auch einen Avatar machen und in Navi verwandeln? Können wir irgendwas Gutes craften, vorzugsweise einen Langbogen? Die schnelle Antwort ist nein. Die langsame Antwort ist keinen guten. Poisoned Arrow, Storm Arrow, ja, das bringt mir alles nichts. Vielleicht einen Heavy Bow guten? Nö, auch nicht. Da fehlen Wurzeln. Headguard, auch keinen guten. Ach, ist das alles Mist. Das ist doch alles Mist. So, was ist da wieder umgekippt für ein Tier? Oh. Das scheint noch ganz munter zu sein. Dann will ich es mal nicht weiter stören. Gut, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Medical Bay at a Resistance Hideout. Wir haben doch gerade ein neues Hideout. Questmarker. Ich brauche einen Questmarker. Mach's mir nicht so kompliziert, Spiel. Da ist es. Ich bin anscheinend in Combat, warum auch immer. Vielleicht, weil mich das Tier echt nicht leiden kann. Hey! Hallo. Ich bin doch nicht mal im Kampf. Komm her, Hawk. Ui. Das Gewitter meint's aber ernst. Ja, hat man jetzt lang keine Hawk-Sequenz mehr. So, wir fliegen irgendwo hin. Da auf dem Berg. Ich schätze mal, da sind wir relativ sicher. Und dann nehmen wir den Berg. Dann sollten wir auch aus dem Kampf raus sein und wir könnten schnell reisen. So, dann schätze ich mal, ich muss einmal landen. Dankeschön. Und jetzt können wir ja... Nee, nicht ins Clan Home, sondern hierhin. Schnell reisen. Wunderbar. Und sogar schnell geladen. Ich bin begeistert. So, da ist ein Lagerfeuer. Das brauchen wir aktuell, glaube ich, nicht. Obwohl, bei dem Wetter, wart mal lieber kurz. Sehr schön. Ist vielleicht besseres Wetter jetzt. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist.
Geht's hier rein oder geht's hier raus? Und immer die guten Fragen. Es ging anscheinend rein. So, wer bist du? Here you go. Have a look. Du sammelst Bear Parts. Ich habe aber nur 19. Dafür kriegt man hier nur Scheiß. Das ist nicht sehr gut. You take care of yourself. Danke, gleichfalls. Wherever we go. I think Solek's like mad at me. Du willst nicht mit mir reden, na gut. Du sahst mich so erwartungsvoll an. Da müssen wir ja hin. Ah, Rajinder. Das wäre natürlich auch gut, aber ich habe keine 55 Spare Parts. Ich verballer das immer für die Minen, damit wir überhaupt Mechs ausschalten können. Oh, Taylor. Hä? Hä? Wieso ist der hier? Der hat uns doch alle verraten. Was? Habe ich was nicht mitbekommen? Was machst du hier? Hä? Hallo. Ah, the fat. Hab ganz viel Fett. A healing salve to soothe their burns. It is gentle, yes, but powerful. Das ist sehr schön. Dreamwalker, I know you. You brought the Sky People. You wanted our children. I saw you in the depths of Mokasa's memories. He told you where to find the Sarantu clan, to end them. No, not to end them. Alma, you were there. You led Mercer to us. Mercer's school. The ambassador program. It was supposed to save lives. Hat ja super funktioniert. Human. I only tried to help. You stole our lives, like you stole everything else. I tried to stop them. No! Get off me! Let it bleed. Do not become what you hate, Noor. Listen. It needs to die. Let her speak. Why? She is the reason for every bruise and broken bone. She murdered our families. A Hartley! I never meant to hurt you. Then tell us why. You know why! This is what you wanted, yes? Revenge against the humans. Revenge? This is not revenge. You are being consumed. Where does it end? These are our allies. Would you kill them all? Er hat einen Punkt, Noor. Ach, der ist emotional auch unstabil. Na, so langsam wird's auch Zeit. The past is not hidden from the circle of ancestors. Walk with Ewa through her memories before that shell of skin fails you. Wo ist denn ihr richtiger Körper eigentlich? Bringt es überhaupt was, ihren Avatar zu stechen? I saw everything. Good. After all this time, we need the truth. Na, dann stöpsel mich mal an. I'm ready. Da bin ich mal gespannt, wie die wahre Geschichte ist. Oh, ich kann Alma steuern. Ich wäre auch mit einer Cutscene zufrieden gewesen. Ja, dann ein bisschen schneller. Bevor du hier abnippelst.
There was a thrill. Finally, I'd see the Sarentu. I told myself we were doing a good thing. But that's not how it ended. Can't see the way. Help me. Ignite the bonfires to light my memories. Ich will nicht. Zwischensequenz wird reichen. Danke, Spiel. This is where Mokasa told me to find the Sarentu. But hey, no time for cold feet now. We're just talking to them. Do we need this many soldiers? This is our last chance. They're too primitive to understand what we can do for their children. It's for the children. Exactly. Just think what we can achieve. Finally. We're helping them. They'll see it. Ja, du hast es dir selber schön geredet. Bist ein bisschen selbst schuld da dran. It used to be beautiful here. And then we came. Hey, ich muss weiterkriechen. Ich kann leider nicht rennen. Die erinnert sich anscheinend sehr langsam. Da sind wir, glaub. Zumindest kleine Navi, kleine Sarentu-Kinder. Ja, ich sehe die auch. Ja, ist ja gut. Schön aus Feuer zu. Erinnerst du dich? Da hast du was angerichtet. Bin immer noch sauer, dass die mich, eben das. Oh, das hat man gemerkt. Bin immer noch sauer, dass sie mich 16 Jahre in dem Krypto-Fass hat schlafen lassen. I had to focus on you. The children. Protect you. But now I know that we were the ones you needed protection from. We wanted our school. Our program. Es hat wahrscheinlich einfach noch ein bisschen, paar Jahre gedauert. Ihr wolltet es halt sofort. So we killed them. Even this death won't absolve me of the crimes we committed here. I accept that. Mehr Erinnerung. The Naktvi will never forgive us. Never. The Naktvi will never know. Here, take this. Don't worry, little one. Anscheinend nicht sehr gut. Das ist doch Ari, die gestorben ist. Inmitten von Leichen von Freunden und Familie.
Almas Avatar ist, glaub, am Abnippeln. Aber was ist mit ihrem menschlichen Körper? Hat das irgendeinen Einfluss? Anscheinend lebt sie noch. Nur nicht in ihrem blauen Schlumpfkörper. This. We should bury it. I'll take it. I have many amends to make with my people. The wounds are long and deep. Mokasa fooled everyone. I should not have abandoned them so easily. Das ist auch richtig. None of it was easy. Are you ready to meet the clans again? We are finally emerging from the shadows created by the Sky People. It is time to set aside past differences between the clans. Only then can we defeat this parasite. The Sky People have been feeding on our fear and isolation for too long. Hey, das ist richtig. I know it's not the best time, but I need your help. There's some totally weird seismic activity. Tremors centered on the upper plains. Tremors? That will really upset the Zaku. I have a bad feeling this is linked to the data from Mercer you found at the big extraction facility. The data I lost in the bombing. Anyway, Anka thinks she may have found the cause. Can you maybe check with her? She's not answering her radio? They're in a flux area, so comms are a mess. Ich habe Taylan doch gesehen. Don't worry. I'll go check on Anka. Anscheinend hätte man ihn nicht sehen sollen, dann habe ich doch nichts verpasst. Ist aber mit der Heilerin schon ein bisschen mies. Also wie lange sind die Sarentu jetzt tot? Rechnen wir mal die 16 Jahre, die ich in dieser Kryo-Schlafkapsel war, plus irgendwie 10 Jahre als Kind oder 12. Ja, so über 20 Jahre einfach nicht mehr heilen und den anderen Sack da, wie sind wir hierher gekommen? Hallo? Ach so, hier war die Connection zu Ava. Ich war ja gerade noch im Camp. Na gut. Ich muss zu Bria, das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder schnell reisen. Upper Plains. Kampfstufe 16 wird dafür empfohlen. Hallo? Questmarker. Wieso ist das denn so schwer zu sehen? Meet Anka under the Celebration Arches in the Upper Plains. Ja, ich habe die Upper Plains. Wo ist mein Questmarker? Questmarker. Ah! Vielleicht ist die Karte einfach zu groß. Wegpunkt ist drauf. Schnellreise in die Nähe. Dann sollte ja wieder alles passen. Ja, komm schon. Schön schnell laden. Ja, danke schön. Hast du was zu sagen? Strange news. I rode by Laughter's retreat today. Everyone was gone, like the wind swooped them away. Do you know what happened to them? Keine Ahnung. No, I'm sorry. Could it have been the Sky People? I saw signs of struggle, but no metal. Something else made them leave. Vielleicht diese ungeheuerlichen Viecher. If you go there, be careful. Dankeschön. There might still be something near. Dankeschön. Ich habe ein anderes Missionsziel vor Augen. Wir können ja hier fliegen, zum Glück. Priya thinks it's another of Mercer's schemes. Mercer, just another small man reciting the RDA's words. Have you seen Ritnella? Does she seem alright? I see the beginnings of a Tarhik in her. The way she looks inwards and explores the past within. Just as you explore Pandora. A Tarhik. The Siren who will need one as you grow and reclaim your place among the clans. But that is for later. Now we must focus on the fight ahead. Wir können unseren Clan
wieder neu aufbauen. Hier ist RDA, hier ist RDA. Mist, die haben mich entdeckt. Da war ich nicht weit genug weg. Wir landen mal hier in Deckung. Hui. Da können wir wirklich unseren Clan neu populieren. Mit all den Vorzügen, die das bietet. Hör mal auf zu schießen. Ich hab keine gute Laune, was die RDA-Mitglieder angeht im Moment. Ey, der weicht auch noch aus. Gibt's denn sowas? Ey. Komm schon, Mine, geh doch hoch. Komm schon. Ja. Voll in den Schwachpunkt rein. Wir müssen wieder was essen. Ja, Pech gehabt. Oh, die hat mich getroffen. So ein Mist. Wir brauchen einen Leader. Jemanden, den wir vertrauen können. Of our past revealed, we're all still reeling and trying to learn from it. True, but I prefer the lessons less bloody and painful. I'm sorry. I just needed to talk to someone who isn't a wall. Cortez. She keeps hovering like a cloud heavy with rain, but instead of water, it's apologies. I'm just not ready for them yet. But there's much for me to think about and for you to do. Ich bin vorsichtig. Ich gebe mein Bestes. So, ich glaube, wir müssen hier hoch. Nö. Wir müssen da runter. Dann wollen wir mal. Und elegant absteigen. Ach, das ist doch super gelaufen. Ist das, was causing the tremors? Ja, I'm pretty sure it's that drill. Might backfire on them. Pandora makes it pretty clear. Respect it, or it'll kill you. Just like my desert back home. I've only seen pictures. We were also invaded once, a long time ago. They wanted oil, too. They thought the desert was a dead place. But real desert is powerful. Wirklich? And beautiful. Kommt auf die Wüste drauf an. Always shifting, but never changing. What they do to the land, the RDA, that is death. Which is why that thing must go. I haven't been able to get too close, but there's definitely. Oh oh. Das wird teuer zu reparieren. Schade um die schöne Landschaft. There was Zeswa hunting down there. Call Priya. I'll look for survivors. Doch. Priya, can you hear me? Come in. Come on, work. Na gut. Ich würde tatsächlich sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Haben wieder einiges gelernt. Alma hat ihren Körper verloren, zumindest ihren Avatar-Körper. Genau, dann würde ich mich bedanken fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.